Nachdenkseiten Die kritische Website Kriegspropaganda auf einflussreichen Kanälen NZZ und Frankfurter Allgemeine Ein Beitrag von Albrecht Müller Die neue Zürcher Zeitung kurz NZZ erscheint am 3. Februar mit einem Interview mit dem ehemaligen deutschen Außenminister und grünen Politiker Joschka Fischer. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, kurz FAZ, nutzt die gesamte erste Seite der Ausgabe vom 4. Februar zum Trommeln für die Kriegstauglichkeit. In beiden Artikeln wird die Entstehungsgeschichte des Krieges in der Ukraine, wie üblich in der westlichen Propaganda, nicht beachtet. In beiden Artikeln werden Russland imperiale Absichten unterstellt. Zur neuen Züricher Zeitung mit dem Interview mit Joschka Fischer. Interessant ist, wie Fischer den Konflikt personalisiert. Putin wird zum Ausbund des Bösen hochstilisiert. Fischer unterstellt als selbstverständlich, dass Russland imperiale Absichten habe. Die Neutralität der Schweiz müsse überdacht werden. Bemerkenswert sind auch Fischers Bemerkungen zur Rolle des Staates und zur Bedeutung des Wachstums. Das Interview ist insgesamt ein guter Beleg für die im Nachdenkseitenbeitrag vom 1. Februar skizzierte Beobachtung, wie Parteien hierzulande nacheinander umgedreht worden sind. Er trägt den Titel Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Und wer betreibt die Willensbildung der Parteien? Der Beitrag Gräser und das BSW. Er ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Ich zitiere aus dem verlinkten Interview mit Joschka Fischer in der Neuen Züricher Zeitung. Es hat doch keiner von uns damit gerechnet, dass Kriege um die Hegemonie in Europa wieder möglich sein werden, sagt Joschka Fischer. Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer fordert alle nötige Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Das gelte auch für die Schweiz, deren Neutralität heute überdacht werden sollte. Zitat Ende. Der Aufmacher der FAZ vom 3. Februar 2044 mit dem Titel so schrecken wir Russland nicht ab. Der Verteidigungsminister fürchtet einen Angriff Putins in fünf bis acht Jahren. Bis dahin müsste Deutschland kriegstauglich sein. Wie soll das gehen? Von Morten Freidel. Der Artikel nimmt die gesamte erste Seite in Anspruch. Die Headline wird auf olivgrünem Untergrund neben einem monströsen Gewirr von Panzern, Soldaten und Fallschirmjägern präsentiert. Man muss gar nicht lesen, um in Kriegsstimmung versetzt zu werden. Im Text eingeblendet heißt es: Im schlimmsten Fall könnte die Ukraine den Krieg verlieren. Und dann stünde ein hochgerüstetes russisches Heer einer bröckelnden NATO gegenüber. Und weiter: Wenn Deutschland zu lange wartet, geht es ein hohes Risiko ein. Dann bliebe Russland ein Zeitfenster, in dem die Gelegenheit für einen Angriff günstig ist. Zitat Ende. Hier wird durchgehend unterstellt und zugleich suggeriert und verbreitet, Russland plane einen Angriff auf den Westen. Und es wird zugleich die Botschaft vermittelt, dagegen müsse man sich mit Kriegstauglichkeit wehren. Die Alternative, einen Verständigungsversuch zu machen und Frieden zu schließen, wird nicht einmal bedacht. Das scheint konsequent. Der Bundeskanzler hat es ja gesagt, wir leben in einer Zeitenwende. Das heißt übersetzt, wir müssen zum Krieg bereit sein. Die Rüstungswirtschaft hat offensichtlich auf voller Breite gesiegt. Sie bestimmt die öffentliche Debatte. Von Einfluss der Friedensbewegung keine Spur. Das ist der helle Wahnsinn. Und wichtige Meinungsmacher nehmen das hin und verbreiten es. Bitte halten Sie dagegen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.